Hallo zusammen bei den Stubenhockern, Bewegung ohne Begegnung. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge für euch vorbereitet, denn wir haben unsere etwa 400 Mitgliedsvereine gebeten, schickt uns doch einen Videobeitrag, den wir bei den Stubenhockern zeigen können. Und so haben es auch die Millennium Dancers gemacht und ich begrüße Ramona heute bei uns. Hallo, mein Name ist Ramona. Ich bin seit mittlerweile 6 Jahren Mitglied beim Cheerdance-Verein Millennium Dancers. Ich zeige euch heute ein kurzes Bauchmuskel-Workout zu eurem Lieblingssong. Für uns Tänzer sind Bauchmuskeln ganz besonders wichtig, da wir sie für Drehungen, für Sprünge und für unsere allgemeine Stabilität brauchen. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine Matte, um euren Rücken zu schonen. Wir legen los mit der ersten Übung. Dazu legen wir uns auf den Boden. Die Hände kommen neben den Kopf und mein Blick ist zur Decke gerichtet. Ich mache 20 Crunches. Ich zeige es einmal vor. Hoch und tief. Als nächstes machen wir Cross Crunches. Dazu nehme ich meinen rechten Arm zum linken Knie, in die Mitte, auf die andere Seite und wieder hoch. Das ist eine Runde. Wir machen insgesamt 5 Runden. Als nächstes machen wir Halbganz Crunches. Ich gehe bis zur Hälfte, ganz genau, bis zur Hälfte und wieder tief. Das mache ich auch 20 Mal. Als nächstes konzentrieren wir uns auf die unteren Bauchmuskeln. Dazu gebe ich meine Hände entweder neben meinen Körper oder lasse sie auch neben meinem Kopf. Ich hebe die Beine leicht zum Boden und hebe abwechselnd das linke und das rechte Bein zur Decke. Jedes Bein sollte ich 10 Mal heben. Als nächstes kommen meine Beine ganz hinaus und ich gehe spazieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist eine Runde, ich sollte auch 10 Runden machen. Dann gebe ich meine Hände neben meine Hüfte und drücke mein Becken nach oben. Hoch und tief. Insgesamt versuche ich 20 Mal mein Becken nach oben zu drücken. Wenn dein Lieblingssong damit zu Ende ist, dreh ihn um und halte die Plank-Position bis zum Ende des Lieds. Hier ist ganz besonders wichtig, dass mein Körper in einer Linie bleibt, meine Hüfte weder zu weit oben noch zu weit unten ist. Ich hoffe, dieses Workout war weder zu einfach noch zu schwierig für euch. Wenn ihr gerne mehr über den Sportart Cheerdance erfahren möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail unter office@millenniumdancers.at oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook unter Millennium Dancers eine Nachricht. Bis bald! Herzlichen Dank! Am Donnerstag seht ihr die nächste Folge von Die Stubenhocker Bewegung ohne Begegnung. Ich freue mich, wenn ich euch dann wieder begrüßen kann. Bis dahin, bleibt gesund und schaut aufeinander!